Hallo, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es wieder ein Produktreview. Und zwar teste ich heute das M. Assam Magic Finish, die Super Surge Serum Foundation. Wenn dich also interessiert, wie ich das Produkt finde, dann bleib doch einfach dran. M. Assam hat mich bisher mit seinen Produkten sehr begeistert. Ich habe schon mal das Magic Finish Mousse ausprobiert und nutze es auch immer noch, ja, weil mich das Produkt auch sehr begeistert hat. Darüber habe ich auch schon eine Review gemacht, verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Allerdings ist das ein paar Jährchen her und damals hatten die tatsächlich nur dieses Mousse als Make-up im Angebot. Hinterher kam dann noch Blush und Lidschatten. Aber das, was M. Assam jetzt herausgebracht hat, beziehungsweise vor ein paar Monaten herausgebracht hat, ist ein komplettes Sortiment an Make-up-Produkten. Ich habe mich diesmal entschieden, das M. Assam Magic Finish Supercharge Serum auszuprobieren, beziehungsweise die Serum Foundation. Die Magic Finish Supercharge Serum Foundation, langer Name, kommt in drei Farben. Habe ich erst überlegt, welche nimmst du? Soft Ivory gab es, dann Creamy Nude und dann True Beige. Ivory ist eigentlich so meine Farbe und da habe ich gedacht, nimmst du Soft Ivory mit. Und ich habe euch den Auftrag vorgedreht und das werde ich euch dann gleich zeigen. Das Serum bzw. die Foundation, die soll feuchtigkeitsspendend sein. Ja, und ein strafendes Serum in einem. Ja, also Foundation, feuchtigkeitsspendende Foundation und strafendes Serum in einem. Und das hat mich wirklich sehr interessiert, weil ich dann doch etwas trockene Haut habe. Und für mich sind Make-ups, die so ein bisschen Pflege in sich haben, ideal. Das ist ein flüssiges Make-up. Das kommt in einer 30 Milliliter Flasche. Die Optik finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist so eine Art Milchglas. Und mit einem Pumpspender hier oben und dann kann man das sehr, sehr gut auftragen. Make-ups mit Pumpspender finde ich super gut, um das Ganze gut zu dosieren. Soll ein frisches Finish verleihen, verschmilzt nahtlos mit der Haut, perfektioniert, straft und spendet Feuchtigkeit. Und das ist das, was M. Assam sagt. Aber man muss natürlich selbst testen, um sich selbst zu überzeugen. Und ich habe die Foundation bei Rossmann geholt. Ich weiß jetzt nicht mal, wie teuer die da war, aber wenn man auf der Homepage guckt von M. Assam Beauty, kostet die Foundation 24,95 Euro. Ob sie diesen Preis wert ist, das werden wir jetzt schauen.
braucht es mehr Produkt. Ja, also ich habe hier 2-3 Pumphübe gebraucht, um meine, ja, ich glaube 2 Pumphübe, um meine eine Gesichtshälfte mit dem Pinsel aufzutragen. Und die andere Gesichtshälfte, da habe ich nur einen Pumphub gebraucht. Ja, und dann bin ich ja mit der Hand hingegangen, habe das mit der Hand eingearbeitet. Danach mit dem Schwamm. Und ja, das ist, denke ich mal, aber gängig, dass, wenn man die Produkte mit dem Pinsel aufträgt, dass man einfach mehr Produkt braucht. Zumindest bei meinen Pinseln. Vielleicht ist das auch von Pinsel zu Pinsel unterschiedlich. Wenn die stärker gebunden sind, dass sie halt nicht so viel Produkt benötigen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass der Auftrag beidseitig gleich gut ist. Das heißt also, mit dem Pinsel kann man das Produkt sehr gut auftragen und auch mit der Hand. Das funktioniert auch super. Wenn ich jetzt mit noch einer Schicht drüber gehen würde, wäre das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also die deckt ziemlich gut ab, finde ich. Und das Finish ist eher mattierend. Müsste jetzt nicht unbedingt noch mit dem Puder drüber gehen. Ich finde die Mattierung sehr gut. Ja, also ich glänze jetzt nicht stark dadurch oder dafür, dass da ein Serum drin ist, dass da noch eine Pflege drin ist, hat es ein sehr, sehr schönes, leicht mattierendes Finish. Und das Tragegefühl ist auch angenehm, als ob man eine Pflegecreme auftragen würde. Und ja, also ich bin mit dem Auftrag eigentlich sehr zufrieden. Es ging schnell, also man konnte das Ganze gut einarbeiten, ist nicht zu schnell trocken geworden, man konnte noch nacharbeiten. Von daher finde ich das absolut okay. Bis sich jetzt in die Fältchen einsetzt oder absetzt, das werde ich im Laufe des Tages feststellen. Und dann würde ich mich nochmal melden, um mein Fazit abzugeben über, ja, über die Haltbarkeit. Ob das Make-up auch tatsächlich drauf bleibt im Laufe des Tages und ob sich das Make-up in die Fältchen reinsetzt. Ich finde auch die Farbe sehr gut gewählt. Das ist die Farbe Soft Ivory und es ist tatsächlich ein softes Finish. Ja, auch ein softes Finish, das das ganze Hautbild ein bisschen ebnet. Ich werde mich jetzt schminken und dann würde ich mich am Ende des Tages oder im Laufe von einigen Stunden bei euch melden. Bis gleich. So. Ich bin jetzt wieder zurück und es sind einige Stunden vergangen. Der Tag hat viel gebracht, also ich habe viel gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Mittagsschläfchen gehalten, also mit meinem Gesicht auf ein Kopfkissen gelegen. Ich war draußen und ich habe so meinen Tag gelebt und ja, deswegen sehe ich auch so ein bisschen abgerockt aus. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch einfach mal zeigen, wie das Make-up sich jetzt auf meinem Gesicht gehalten hat. Und ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden, ja, was die Haltbarkeit betrifft. Natürlich hält das Make-up jetzt nicht ewig, muss man dazu sagen, aber es hat tatsächlich seinen Dienst getan. Das heißt also, es hat meine Haut gut, ja, gut gepflegt, finde ich. Dafür, dass es ja auch ein Serum Foundation ist und es hat ein sehr schönes Hautbild gezaubert und ja gut, mittlerweile sieht man vielleicht, ich weiß, kleine trockene Stellen werden dann doch so ein bisschen betont. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ja, hier hat sich das Make-up gesammelt so ein bisschen, weil ich hier so eine trockene Stelle habe. Aber was erwartet man nach so vielen Stunden am Tag? Und ansonsten, ja, ich bin wirklich sehr zufrieden. Hier hat sich das auch so ein bisschen abgesetzt in die Poren.
Unter dem Auge hatte ich eigentlich auch nicht großartig abgesetzt, ein bisschen. Aber ich denke, das ist absolut akzeptabel am Ende des Tages, dass man dann halt so aussieht. ja, von daher würde ich diese Serum Foundation empfehlen. Ob jetzt der Preis gerechtfertigt ist, da müsste man sich vielleicht nochmal die Inhaltsstoffe anschauen, was da für Inhaltsstoffe drin sind, ob die hochwertig sind oder nicht. Also ich finde, man kann ruhig, ja, also 24 Euro, ungefähr 25 Euro ist schon ein bisschen hoch. Preisig finde ich für diese Menge 30 ml doch Lichtschutzfaktor drin, oder? Da muss ich mal eben kurz googeln. Also auf der Verpackung steht nichts vom Lichtschutzfaktor. Ich habe jetzt einfach mal im Vergleich ein anderes Make-up genommen, was ja, was einfach den gleichen Effekt erzeugt, welches aber dann auch günstiger ist. Ich habe hier zum Beispiel von Avon, ja, die Serum Foundation, die hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und die kostet weniger. Da sind, wie viel sind da drin? 30 Milliliter. Ich muss mal eben googeln. Nein, kein Lichtschutzfaktor. Zumindest steht es hier nicht ausgeschrieben, aber so wie ich das sehe, da sind wirklich hochwertige Inhaltsstoffe drin. Mit Trauben, Fruchtwasser, Holunderblüten und Magnolienextrakt, Myrika, Candelilia-Wachs, was immer das noch sein mag, kostbares Argan, Traubenkern und Wildrosenöl. Ja, also das sind schon hochwertige Inhaltsstoffe, finde ich. Was mich halt nicht, was mich stört, ist halt, dass kein Inhalt, kein Lichtschutzfaktor dabei ist. Wie gesagt, also es kommt auf die Inhaltsstoffe an, wenn die wirklich hochwertig sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall, das mal auszuprobieren für 25 Euro. Ja, ansonsten muss man sich einfach nach einer Alternative umschauen. Davon gibt es aber auch welche. Da muss man einfach vergleichen. Also ich bin mit dem zufrieden, empfehlenswert, ja, also hält, was sie verspricht, finde ich. Und ja, würde dem tatsächlich ein Däumchen nach oben geben. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.